Hallöchen, ich heiße euch heute zum Sonntag herzlich willkommen zu einem etwas anderen Sonntags mit Lillis. Wer mir auf Instagram folgt, der hat über die erste Corona-Welle und auch zum Teil über den Sommer hinweg mitgekriegt, dass ich sonntags manchmal live gegangen bin und da sind so kleine Mal-Sessions entstanden. Da gibt es auch einige Videos auf Instagram und momentan habe ich einfach nicht so viel Zeit, sonntags, nachmittags oder abends live zu gehen, woraufhin ich hier jetzt meine Videos bei YouTube einstellen möchte. Kann man auch jederzeit nachschauen. Ich lasse sie auf jeden Fall drinne, solange es geht und möglich ist. In der vergangenen Woche habe ich einen Beitrag geteilt. Da hieß das Motto: Spatz, der einen blauen Rock trug. Und ihr habt schon fleißig Beiträge geteilt und ich bin da schon ganz verblüfft von und fasziniert, wie ihr das alles schön gestaltet. Und heute, ihr seht schon hier eine Skizze, möchte ich heute gerne mit euch meinen Spatz zusammen malen. Und zwar würde ich jetzt erstmal wie immer Materialien durchgehen mit euch, die wir erstmal zu Beginn brauchen. Es kann sein, dass zwischendurch immer mal was da hinzukommt. Manchmal entscheide ich dann mich spontan um, nochmal irgendwas umzumodeln, beziehungsweise kommt es dann halt einfach mal dazu, dass ich irgendwas vergesse zum Anfang aufzuzählen. Also, wir machen hier heute ein kleines Spätzchen mit einem Rock und dazu brauchen wir auf jeden Fall Farben. Da habe ich hier meinen kleinen Aquarellkasten, den nutze ich dafür. Der bleibt hier an der Seite stehen, den könnt ihr hier oben auch immer so ein bisschen entdecken. Des anderen brauchen wir noch ein Tuch für das Reinigen der Pinsel, wenn oder beziehungsweise zum Wasser abstreichen oder falls mal irgendein kleines Malheur passiert, was ich natürlich nicht hoffe. Dann brauchen wir auf jeden Fall Wasser, sonst können wir mit den Farben oder kann ich mit meinen Farben nicht malen. Ihr könnt das natürlich auch gerne mit anderen Farben machen. Theoretisch, wenn ihr noch keine Skizze habt, braucht ihr natürlich einen Bleistift. Ich habe hier einen Bleistift von Faber-Castell genutzt, das ist der Graphit Aquarell. Der vermalt sich gleich mit, also die Linien, die bleiben nicht, sondern die werden gleich noch verschwinden quasi oder mit dem Aquarellbild 1 werden. Ihr seht hier unten auf der Ecke habe ich auf jeden Fall noch eine Mischpalette liegen. Die brauche ich dann auch, um meine Farben ein bisschen anzusammeln. Hier oben liegt nur ein bisschen Deko, ein bisschen um das Bild zu füllen, obwohl es schon ganz schön voll ist. Ich lege dann einfach mal los. Nebenbei kommentiere ich auch gerne mal was. Und ja, falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne als Kommentar drunter stellen. Ihr könnt mir auch gerne persönlich anschreiben. Ich hoffe, dass ich euch hier ein bisschen inspirieren kann und vielleicht auch ein bisschen was mitgeben kann. Ja, ich fange an, das Flügelchen zu lasieren. Den Rock, den ihr hier unten seht, den lasse ich erstmal komplett außen vor. Den mache ich ganz zum Schluss. Ich lasiere jetzt erstmal vor. Ich habe hier, das habe ich noch auf der Mischpalette drauf gehabt. Das sind verschiedene Brauntöne, die so ein bisschen vermischt miteinander sind. Für eine Lasur, jetzt für das Vögelchen, reicht das aber vollkommen aus bei meinem Fall. Und deswegen, ich werde hier versuchen, auch ein bisschen vorsichtiger mit dem Bleistift, weil ihr seht, also es kann sein, dass ihr es vielleicht schon seht, dass die Linien sich so ein bisschen auflösen. Da werde ich ein bisschen vorsichtiger noch auf jeden Fall drüber gehen, weil die Linien brauche ich ja dann später tatsächlich noch, um mich zu orientieren, wo die Federn anfangen und aufhören. Das Röckchen lasse ich frei. Wenn sich jetzt hier auf der Lasur so ein bisschen Flecken bilden, das ist gar kein Problem. Wir gehen hier ja eh noch drüber mit mehreren Details. Da sieht man dann die Flecken dann im Nachhinein eigentlich auch nicht mehr. Ja, ich arbeite quasi mich so Schicht für Schicht in das Dunklere vor. Ja, vielleicht ganz kurz was zu dem Zitat erzählen. Ein Spatz trug einmal einen Rock in Blau. Und zwar hat das was damit zu tun.
bin Ergotherapeutin und nebenbei künstlerisch unterwegs. Quasi 50-50. Und ich habe da eine Patientin, mit der habe ich spontan vor 2 Wochen Sätze gebildet. Und dabei kam raus der Satz: Ein Spatz in Hamburg trug mal einen Rock aus Samt. Und das hat mich irgendwie, ich habe sofort ein Bild im Kopf gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt. Wenn ihr irgendwas seht oder irgendwas hört oder so, dann manchmal schießen da einem sofort Bilder im Kopf. Ja, und so ging es mir halt in dem Moment auch. Mir schoss direkt ein Bild in den Kopf und dachte mir dann, ja, das kann man doch vielleicht in einen Draw in Your Style umwandeln. Und ja, das habe ich gemacht. Und ja, wie gesagt, bisher sind tolle Beiträge entstanden. Ich habe gerade den Pinsel, einen Casaneo in der Größe 4 von Da Vinci benutzt. Gehe jetzt eine Nummer kleiner in die Größe 2. Der Pinsel ist von Ami, kann man aber auch ganz von jeder anderen Firma benutzen. Ja, ich arbeite hier im Schichtsystem. Manchmal kann es sein, dass ich Übergänge ein bisschen weicher mache. Das erkläre ich dann aber dann, wenn ich es mache nochmal. Oder dass ich wirklich harte Kanten lasse. Jetzt gehe ich weiter hier in den Flügel. Oder quasi in beide Flügel. Der Flügel hier wird ein bisschen dunkler, weil der mehr im Schatten liegt. Und der hier oben wird ein bisschen heller. Und da brauche ich jetzt ein bisschen... Wird von den Farben her recht realitätsnah, sag ich mal. Jetzt sind wir bei der zweiten Schicht Farbe und ich finde, es macht jetzt schon so viel aus. Das hebt sich jetzt schon so ab, dieser Flügel. Das finde ich immer total faszinierend. Den Flügel, den spare ich jetzt quasi komplett aus. Und ich spaziere noch mehr um so einen Kranz. Hier wird es dann gleich noch mal ein bisschen weiß. Da benutze ich weiße Aquarellfarbe, kann man aber auch andere Farben benutzen. So, jetzt brauchen wir ein bisschen schöneres Braun. Da habe ich hier Umbra gebrannt, benutze ich jetzt. Mische ich jetzt auch gar nicht großartig ein. Ich verdünne es nur noch mit ein bisschen Wasser, dass es nicht ganz so kräftig ist. Ich bin immer lieber eher da so ein bisschen blasser arbeitet, ein bisschen blasser vorarbeitet, weil ich kann, dunkler machen kann ich es immer noch. Nur heller machen geht und nicht unbedingt. Im Gefieder auch keine sauberen Linien sein. Das Gefieder ist ja auch nicht sauber, sage ich jetzt mal. Also es hat ja auch nicht unbedingt gerade Linien drin, ne?
mir hier ein bisschen Schwarz nochmal auf meine Graufläche. Das Braun brauche ich jetzt nicht mehr so unbedingt in der Farbe. Und da mische ich mir jetzt hier drüben so ein bisschen Braun mit Schwarz an oder beziehungsweise ein bisschen Grau. Das verdünne ich noch, so dass es auch nicht ganz zu dunkel ist. Und ihr seht, also die Flächen haben in der Regel eigentlich immer Zeit zu trocknen, ne? Jetzt nehme ich mir noch mal ein dunkleres Braun, und zwar Umbra gebrannt habe ich hier. Und ich nehme auch wieder meine Mischpalette oder auch meine Blendingpalette, sagt man auch. Manchmal wasche ich den Pinsel aus und dann merke ich, oh, ich wollte eigentlich noch mal eine andere Fläche malen. Sieht schon, dass es ein Spätzchen werden soll. Es geht eigentlich relativ schnell voran. Jetzt hier nochmal am Braun. Ich habe jetzt den ganz dünnen Pinsel in der Größe 0. Den benutze ich eigentlich überwiegend für Details. So eine saubere Strichführung achte ich jetzt gar nicht so sehr drauf, weil das ist halt ein wildes Spätzchen.
manchmal sieht es halt einfach lebendiger aus, wenn man da so ein bisschen, sag ich mal, frei oder wild drauf lospinselt. Damit wir den Schnabel noch ein bisschen besser ausarbeiten können. Hier ist noch das Auge. Jetzt habe ich es versucht, so gut wie gar nicht mit Wasser zu verdünnen. So sollte sich jetzt eigentlich ein bisschen abheben. Ich lasse aber einen kleinen weißen Rand runter, damit es sich trotzdem noch ein bisschen dreidimensional abhebt. Ne? So, da würde ich sagen, das Auge ist noch nicht ganz trocken, da kommt nämlich noch ein weißes Lichtpünktchen rein. Und ja, dann kommen wir zum Röckchen. Und zwar, ich habe hier zwar schon so eine Gemansche an Blau drauf, aber ich hatte mir eigentlich überlegt, eine etwas helleren wollte ich eigentlich machen, aber wir müssen ja auf jeden Fall wieder hell anfangen. Zwecks Lasieren, habt ihr ja gerade schon vor ein paar Minütchen von mir gehört, gelernt, wie auch immer. Und dann wird das Röckchen hier in einem helleren Blau, das Zyan. Da nehme ich jetzt auch nicht ganz so den dicken Pinsel, da ich ja hier schon gemalt hatte. Mit dem dicken würde ich da jetzt zu sehr reinkommen quasi. Wenn sich hier mal so ein Rand bildet, wie jetzt hier zum Beispiel, dann versuche ich das einfach wieder ein bisschen anzulösen. Es ist jetzt ein bisschen dunkler da hinten. Ein bisschen so schlimm. Okay. Denn ein Rock, der im Wind weht, der hat ja auch nicht unbedingt gleichmäßige Farbe. Ne? Genau, und wie ihr seht, weht der Rock ja eh so ein bisschen nach da hinten weg. Das muss ein bisschen trocknen. Sonst kommen wir da in Schwierigkeiten, wenn wir eine neue Farbschicht drauf machen. Auf jeden Fall können wir jetzt schon den
weiße Pünktchen. Ich habe hier einen Acrylstift, sieht er, den habe ich zum Anfang jetzt nicht mit gehabt. Da nehme ich mir ein extra Blättchen, um den, weil der ist zum Pumpen. Der ist auch ein bisschen schmutzig, eigentlich müsste ich mal ein bisschen sauber machen. Dann bin ich gestern damit auf Rot gegangen, das heißt, der ist noch ein bisschen rosé. Aber ich will ja auch eigentlich nur ein Pünktchen im Auge machen. So schnell geht es. Ihr könnt jetzt hier oben auch noch ein paar weiße Highlights setzen. Quasi die Lichtpünktchen. Und dann ist er ja hier. Hier mache ich auf jeden Fall noch. Könnte man auch mit weißer Aquarellfarbe machen, da es ja auch nicht so hundertprozentig deckend sein muss. Aber hier ist er auf jeden Fall ein bisschen weißer. Da setze ich jetzt auch gar nicht flächig Farbe an, sondern wirklich so ein Strichchen, sage ich mal, auch so gerne ins Dunklere nochmal rein. Und dann haben wir da schon das Helle. Scheint halt so ein bisschen die Sonne drauf. Träumen wir mal von Sonne bei dem Wetter. Nicht vorhersagen, wie ein Bild enden mag soll, wie auch immer, wie man das so bezeichnen möchte. Ich finde, das ist manchmal so unvorhersehbar, weil es ist ein bisschen vom Körper. So, dann gehen wir mal ein bisschen dunkler. Ich würde da jetzt ich habe hier so ein bisschen Preußischblau, das mische ich mir da mal ein bisschen runter, dass es ein bisschen dunkler ist. Denn mein Rock, der wirft ja noch Wellen. Der weht hier am Wind. Also erstmal das, was hier innen vom Rock zu sehen ist durch das Wehen. Wird ein bisschen dunkler, weil es ja auch im Schatten liegt. Alles ein bisschen zu filigran, deswegen nehme ich jetzt mal noch eine Nummer dünner vom Pinsel und eine Nuance dunkler vom Farbton. Und da nehme ich jetzt bloß die eine Seite. Und quasi jetzt den zweiten Pinsel, um das ein bisschen weicher. Thank you.
Jetzt wollte ich gerade in der Krüsche ins Wasser tauchen. So, also ich würde eigentlich schon sagen, der ist fertig. Das ging doch jetzt zügiger als erwartet. Und ja, ein Spatz trug einmal einen Rock in Blau. Da ist mein Spätzchen mit einem blauen Röckchen. Ja, wenn ihr das gerne nachzeichnen wollt oder mitzeichnen wollt, würde ich mich freuen, wenn ihr es auf den sozialen Medien teilt und den Hashtag Sonntags mit Lillis verwendet. Und ansonsten würde ich mich auch gerne freuen, wenn ihr mir was in der Kaffeekasse hinterlasst. Da habt ihr über Instagram einen Link, ihr findet darüber was über meine Webseite und auch hier auf YouTube habe ich einen Link im Banner quasi, wenn ihr über den Desktop drin seid. Übers Handy sieht man das, glaube ich, nicht. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag und morgen einen guten Start in die Woche, je nachdem, wann ihr es schaut. Tschüss!